Stadt-Land-Quiz. Heute zum Thema Rock- und Popmusik. Wir spielen in Winnweiler. 4700 Einwohner leben in der Gemeinde am Donnersberg. Hier hat Mark Forster seine Kindheit verbracht, bevor er zum Star wurde. Im Max stand Mark Forster zum ersten Mal auf der Bühne. Winnweiler tritt an gegen Böbingen an der Rems. Auch in Böbingen leben rund 4700 Menschen. Die Gemeinde im Ostalbkreis ist die Heimat von Crow, dem Rapper mit der Pandamaske. Seine ersten Konzerte gab Crow als Jugendlicher in der Garage seiner Eltern. Winnweiler gegen Böbingen. Mal sehen, wer das Ding heute rockt. Wenn man hier oberhalb von Winnweiler in der Sonne steht, dann steigt die Laune. Und da kann ich auch gut verstehen, warum Mark Forster, der hier in Winnweiler groß geworden ist, meistens gut gelaunt ist. Hallo und herzlich willkommen bei Stadt-Land-Quiz. Egal was kommt, es wird gut sowieso, singt Mark Forster in seinem Hit Sowieso. Und wie gut es für die Winnweilerer in unserem heutigen Rock- und Pop-Quiz wird, das finden wir jetzt heraus. Guten Tag. Ja. Komm mal rein, ja? Ich suche mutige Mitspieler für ein Quiz. Guck mal, hier gibt es Süßes und Saures. Ist aber auch selten, dass der Bäcker und der Metzger im gleichen Laden sind. Schmeckt das Kuchenteil dann nicht nach Saumagen dann? Nee. Geht, schmeckt ja. Lecker. Schmeckt lecker. Gut. Danke. Kleine Menschen haben Vorteile, ne? Ah, danke schön. Ich spiele ein Quiz. Mit uns. Mit uns zusammen. Soll den Mund leer machen eben. Gemeinsam sind wir stark. War wirklich lecker. Selbst gemacht. Ja. Altes Hausrezept? Ja, das ist schon uralt von meinem Vater. Eben. Von Ihrem Vater übernommen. Wie lange gibt es die Metzgerei schon? Oh, circa 185 Jahre. So ungefähr. Okay. Ja. Ich spiele ein Quiz zum Thema Rock und Pop. Oh, super. Ja. Und würde jetzt mit Ihnen, mach mit. Ja, mit Ihnen dreien eine Frage spielen. Ja? Okay. Also wir spielen aus dem Grund, weil ja Mark Forster aus Winnweiler kommt. Richtig, ja. Ist er hier auch Fleischwurst regelmäßig, wenn er da ist? Mit Brötchen, hier. Und dann geht er nun ins Eiscafé und isst sein Spaghetti-Eis. Da gehe ich gleich noch hin. Pass auf. Also, erste Frage in Winnweiler ist diese hier. Ich spiele Ihnen. Kommen Sie mal dazu. Ich spiele Ihnen ein Lied vor. Rückwärts. Ja? Achso, ich muss noch sagen, Winnweiler spielt heute gegen Böbingen. Aus Böbingen kommt Crow, der mit der Pandamaske. Ne? City of Mark Forster gegen City of Crow heute. Okay, pass auf. Also, ich spiele für Sie ein Lied rückwärts. Achtung. So, jetzt meine Frage dazu. Wer singt hier rückwärts? Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen oder Wolfgang Niedecken? Herbert Grönemeyer. Ich würde sagen, was das ist. Grönemeyer. Volles Risiko, Grönemeyer? Volles Risiko. Singt hier wirklich Herbert Grönemeyer rückwärts? Das klären wir erst, nachdem wir in Böbingen auch die Frage gespielt haben. Auch Böbingen präsentiert sich heute von seiner Sonnenseite. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt. Das singt Crow in seinem Lied Meine Zeit. Und die Böbinger, die hoffen natürlich, dass heute die Zeit ist, in der Böbingen bei Stadtlandquiz gewinnt. Guten Tag. Guten Tag. Das Fernsehen kommt. Ja, ja, so heiße ich. Genau. Ich spiele ein Quiz. Grüß Gott. Und ich bräuchte Sie beide als Mitspieler. Welches Quiz darf man spielen? Das Bilderrätsel bitte nicht. Das Bilderrätsel. Sie kennen die Sendung. Sehr gut. Ich spiele ein Quiz zum Thema Musik. Oh ja. Ja. Was hören Sie für Musik? Robbie Williams. Robbie Williams hören Sie? Let me. Ja. Zum Beispiel. Warum Robbie Williams? Finden Sie als Typ gut? Ja. Das ist schon sexy. War ich, ne? In Mannheim auch schon. Sie waren im Konzert? Ja. Haben Sie mir was voraus? Okay, was hören Sie von Sie? Queen. Ja. Pass auf, jetzt müssen Sie die Ohren spitzen. Ich spiele Ihnen was vor. Und zwar ein Lied rückwärts. Oh!
Das ist der Herbert Grönemeyer irgendwie. Würden Sie glauben? Würden Sie auch glauben, Herr Wittmann? Ja. Meine Frage dazu lautet, wer singt hier rückwärts? Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen oder Wolfgang Niedecken? Nee, Herbert Grönemeyer. Ganz sicher? Eingeloggt. Wenn es falsch ist, gibt es keine Punkte. Das müssen Sie kennen die Regeln, ne? Wenn es richtig ist, gibt es 100 Punkte. Welche Farbe kriegt die richtige Antwort? Grün. Richtig, okay. Achtung, die richtige Antwort wird jetzt grün. Das ist Herbert Grönemeyer. Ja, wir hören es uns nochmal vorwärts an. Sehr gut. Das ist, dass man nicht vom Fach sind, war das schon mal gut. Ne? Nicht so schlecht, ja. Blindes Huhn. Die ersten 100 Punkte für Wittweiler. Männer, der große Durchbruch von Herbert Grönemeyer in den 80er Jahren. Da ist er richtig durchgestartet, damit wurde er zum großen Star. Prima, vielen Dank. Sie haben 100 Punkte für Böbingen erspielt. Dankeschön. Und damit steht es nach der ersten Frage 100 zu 100 und weiter geht's in Wittweiler. Im Max in Wittweiler hat Mark Forster 1999 sein erstes Live-Konzert gegeben. Und hier treffe ich jetzt die beiden Mitspieler, die für Wittweiler bis zum Ende der Sendung zwei ganz besondere Aufgaben lösen müssen. Egal, was kommt. 2016 hat Mark Forster sein letztes Konzert hier in Wittweiler gegeben. Aber bei Ihnen an der Schule war er noch Ende Oktober. Frau Schott, Sie sind Sekretärin an der Schule. Ja. Wie groß war die Aufregung, als Mark Forster kam? War ein Überraschungsbesuch, unangekündigt und natürlich jeder Schüler stand Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass die Schüler stolz drauf sind, dass Mark Forster da an die Schule gegangen ist. Garantiert. Herr Rohl, Sie sind Lehrer an der Schule, sind auch Musiker. Wie wichtig ist Musik für Kinder? Also ich denke, dass Musik generell für Menschen wichtig ist. Also ich denke, der Mensch ist... ist in irgendeiner Form immer musikalisch. Ich bin ja selber kein Musiklehrer, aber ich mache halt Privatmusik. Und ob man jetzt Musik hört oder Musik selber macht, Musik macht immer auch was mit einem, glaube ich. Also ich denke, gerade für Kinder, ist, glaube ich, gehört zum Leben wie die Luft zum Atmen. Sie sind Deutschlehrer. Werden die Texte der deutschen Musiker auch im Unterricht behandelt oder ist das ganz weit weg vom Unterricht? Nö, das kommt schon auch mal vor. Aber Mark Forster steht noch nicht auf dem Lehrplan. Nee, noch nicht. Die Schule steht auch noch nicht vor der Umbenennung. Gut. Sie bekommen jetzt von mir zwei Aufgaben, die Sie bitte lösen innerhalb der nächsten 5 Stunden. Zwei Fotos. Und Sie sollen herausfinden, wo wir die Fotos gemacht haben. Das erste haben wir in Wittweiler gemacht. Man kann ja so ein bisschen was erkennen. Haben Sie schon eine Ahnung, was das sein könnte? Das sieht nach einem Denkmal aus, einem Halbrelief oder irgend sowas. Ja. Also 5 Stunden Zeit. Wenn Sie das in 5 Stunden schaffen und davor ein Selfie machen als Beweis, dass Sie es wirklich gefunden haben, einmal kurz einer von Ihnen oder beide zusammen als Selfie, dann gibt es dafür 150 Punkte. Zweite Aufgabe, zweites Foto, irgendwo in Rheinland-Pfalz. Markante Kirche. Mit einer Kirche, genau, die hoffentlich dann zum Ziel führt. Auch dafür gibt es 150 Punkte, wenn Sie herausfinden, wo das ist. Okay. 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 Beide Fotos habe ich auf unserem SWR-Stick, den ich Ihnen hiermit feierlich übergebe. Wer möchte ihn haben? Nimm du ihn. Ja. Dann können Sie das Ganze online stellen und mit dem Team im Hintergrund, was mitarbeitet, die Stadt unterstützt Sie natürlich, können Sie dann in den nächsten 5 Stunden herausfinden, wo wir das gemacht haben. Ja? Gut. Toi, toi, toi. Und dann sehen wir uns in 5 Stunden wieder hier. Hier auf dem Skategelände vor dem Vereinsheim des TSV Böbingen hat Crow als Jugendlicher seine Skateboard-Tricks verfeinert. Und die beiden Mitspieler, die für Böbingen bis zum Ende der Sendung eine ganz ähnliche Aufgabe lösen müssen, die treffe ich jetzt da vorne auf dem Sportplatz. Über diesen Rasen ist der junge Crow bis zu seinem 15. Lebensjahr geflitzt. Und Wolfgang Schmidt, Sie waren der Trainer. Was war er denn für ein Fußballer? Ja, sagen wir mal so, er hat dann mit 15 aufgehört und was gemacht, was er dann besser kann. Also als Musiker ist er besser als Fußballer? Ich würde sagen, ja. Welche Position hat er denn gehabt bei Ihnen in der Mannschaft? Alles Mögliche, also hauptsächlich Linksaußen und Torhüter. Herr Reiner, Sie sind auch hier im Verein aktiv, in der Tischtennisabteilung. Und Sie sind auch Musiker, Schlagzeuger, wie man sehen kann, am T-Shirt. Spät angefangen, aber... Wie finden Sie die Musik von Crow? Nicht so meine Richtung, ich bin eher aus der harten Heavy-Richtung, aber was er macht, ist gut. Ist es hier im Verein ein Thema, dass man weiß, pass mal auf, der Crow hat hier früher gekickt? Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel nur einen Spielerpass. Also wenn er wollte, dann könnte er am Sonntag wahrscheinlich mitspielen. Ich habe zwei Aufgaben für Sie und Sie haben 5 Stunden Zeit, diese Aufgaben zu lösen. Nämlich 2 Fotos. Das erste Foto, irgendwo in Böbingen aufgenommen. Da wollen wir wissen, wo das ist. Ist das ein Gitarrist oder?
Ja. Ich werde dazu nichts sagen. Okay, alles klar. Ja, ja, Sie sollen davor ein Selfie machen. Okay. Als Beweis, dass Sie den Ort gefunden haben, wo wir das gemacht haben. Wenn Sie einen Tipp von mir brauchen, rufen Sie mich gerne an. Dieser Tipp kostet aber 50 Punkte. Okay. Zweites Foto. Irgendwo in Baden-Württemberg. Beide Fotos habe ich auf unserem SWR-Stick, damit Sie das Ganze online stellen können. Okay, perfekt. Wir haben. Bitte schön. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind im Hintergrund stark aufgestellt. Schauen wir mal. Gut, also toi toi toi, dass Sie es schaffen. Okay, ja, schön. Gemeinsam im Team. Ich hoffe, dass die Böbinger mitmachen oder wie Sie es sonst noch online stellen. Und dann sehen wir uns in 5 Stunden wieder hier. Alles klar. Okay, ja? Perfekt. Bis später. Ne? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ich spiele ein Quiz und ich brauche 2 mutige Mitspielerinnen. Wollen Sie eine versuchen? Eine versuchen. Ja. Zu zweit. Ja, klar, zu zweit. Pass auf, ich habe hier 4 Künstler und ich habe 4 bürgerliche Namen. Wir haben den Crow, wir haben den Smudo von der Fantastischen Vier, wir haben den Campino von den Toten Hosen und den Mark Forster. Und da haben wir die 4 bürgerlichen Namen, nämlich Michael Bernschmidt, Marc Schwertner, Carlo Weibel und Andreas Frege. Wer ist wer? Der Mark Forster ist Marc Schwertner. Dann haben wir den schon raus. Der Mark Forster ist der Marc Schwertner. Richtig. Soll ich das mal da hinschieben? Ja. Ich denke, er ist er. Andreas Frege ist Campino. Ich glaube ja. Wollen Sie Widerspruch einlegen? Nö. Sie müssen sich immer einigen. Ja. Ja? Bin voll Ihrer Meinung. Voll Ihrer Meinung. Also, dann sind Campino und Mark Forster schon mal mit ihrem bürgerlichen Namen versehen. In Böbingen suchen wir auch Mitspielerinnen oder Mitspieler, die sich mit dem bürgerlichen Namen auskennen. Hallo! Was heißt das jetzt? Das Fernsehen kommt. Versteckte Kamera oder was? Keine versteckte Kamera, ganz offensive Kamera. Ich bin nicht gerichtet, gell? Bitte? Sie sind nicht gerichtet. Ich muss erst zum Friseur. Ich bin auch nicht gerichtet. Guten Tag. Oh, ah, guten Tag. Ich will auch. Ja, Jens Hübsch, mein Name. Guten Tag, guten Tag. Ja. Lassen Sie ruhig die Handschuhe an. Guten Tag. Ich spiel ein Quiz. Diesmal spielt Böbingen gegen Winnweiler. Denn hier in Böbingen ist der Musiker Crow aufgewachsen. Ja, das wissen wir. Der mit der Pandamaske. Ja, der geht zu meinem Sohn zum Friseur. Der geht zu Ihrem Sohn zum Friseur? Ja. Kennen Sie den auch persönlich, den Crow? Ich habe ihn einmal gesehen. Einmal gesehen. Pass auf, ich habe 4 Künstler und 4 Namen, nämlich die bürgerlichen Namen. Wir haben hier oben den Crow, dann haben wir den Smudo von den Fantastischen Vier, wir haben den Campino von den Toten Hosen und wir haben den Mark Forster. Und die Frage ist, wer ist wer? Mark ist Mark. Mark ist Mark? Ja. Wollen Sie dazu stimmen? Sie müssen sich immer einigen. Ja. Dann machen wir den Mark Schwertner erstmal zum Mark Forster. Oh, wie heißt jetzt der? Weibel, gell, heißt der, ja? Sollen wir den Carlo Weibel zum Carlo Crow machen? Carlo Weibel, ja. Ja? Machen wir jetzt. Machen wir. Carlo Weibel zum Crow. Dann gucken wir den Weibel. Ich bin auch für Kreuz. Ja, wir machen das. Carlo Weibel einmal zum so, Crow. Einmal so. Und den Michael Bernd Schmidt zum Smudo. Ja. Mhm. So lassen? Mhm. Wenn Sie was davon hören müssten, Sie würden Mark Forster hören wahrscheinlich am ehesten, oder? Oder Campino auch. Campino auch. Und Sie würden gar nichts davon hören? Fanta 4. Fanta 4. Die haben teilweise gute Texte, ne? Und gute Laune. Bums. Und ein bisschen Bums, okay. So lassen? Ja, wir lassen das. Dann haben wir noch den Michael Bernd Schmidt und den Andreas Frege. Also den, wir haben Campino und Smudo. Das weiß ich nicht. Da müssen Sie es raten. Ich glaube, das ist Andreas. Oben ist Andreas, würden Sie sagen? Was würden Sie sagen? Auch, ich stimme auch ein. Ja, Andreas Frege oben rechts. Michael Bernd Schmidt unten links. Gucken Sie nochmal. So lassen. Die richtigen werden grün. Und jede richtige gibt 25 Punkte. Achtung. Das ist richtig. Wow. Ja. Ja! Und? Geht los. Sie haben 2 richtig. Den Carlo Weibel und den Marc Schwertner. Mhm. Carlo Weibel, Crow ist einfach, ne, sind die, die Buchstaben hier aus seinem Carlo, die Vokale weg und das L auch noch, ne? Also Crow. Michael Bernd Schmidt wurde früher in der Schule gerne Schmuddel genannt, weil es gab ja so ein paar Schickimicki-Jungs in seiner Klasse und er hat so auf sein Äußeres keinen Wert gelegt, dann wurde er Schmuddel genannt und aus dem Schmuddel wurde dann im Laufe der Zeit wurde Smudo. Mhm. Der Andreas Frege, Campino auf der Bühne bei den Toten Hosen, hat den Namen bekommen von einer Bonbonschlacht, den sie mit so Campino-Bonbons gemacht haben, mit den Freunden. Und der Marc Schwertner, Künstlername Mark Forster, weil er in einem Künstlerhaus gearbeitet hat. Und dieses Künstlerhaus stand in der Forsterstraße. 50 okay. Punkte. Aber Winnweiler, die Stadt, gegen die sie spielen, hat bei dieser Frage 100 Punkte gemacht. Oh. Und deswegen steht es jetzt nach der zweiten gespielten Frage 200 Punkte für Winnweiler, 150 Punkte für Böbingen. Aber es bleibt spannend.
Hallo? Ja. Wollte mal mit dem Chef sprechen. Wie heißt der Chef hier? Dino. Dino. Aber der kocht gerade. Der kocht gerade. Ich quatsche ihn mal kurz ins Mittagessen. Ich beeil mich auch. Ja. Machen wir das? Ah, das ist aber nett. Vielen Dank. Ich spiele ein Quiz zum Thema Rock und Pop. Und die anderen, die hier sitzen, können gerne mitspielen, wenn sie einen klugen Einfall haben. Ja. Es geht um ein deutsches Rocklied. Da fehlen vier Worte. Für jedes Wort, was Sie richtig reinsetzen, gibt es 25 Punkte. Es ist das Lied Cello von Udo Lindenberg. Getrennt oder mit dem Moped? Moped. Moped? Also er weiß es. Wollen Sie den Traum? Ja, den Traum. Kennen Sie den? Ja. Nein. 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 Ihr kennt euch nicht. Aber er wirkt vertrauenswürdig. Ja. Auf Sie, ja? Ja. Ich finde auch, man hat einen Eindruck, ja. Also getrennt oder mit dem Moped? Moped nehmen? Mit Moped, ja. Getrennt oder mit dem Moped? Die ersten 25 Punkte. Vielleicht finden Sie in Böbingen ja auch Unterstützung bei den Mitspielern, die ich jetzt noch suchen muss erstmal. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich schleiche mich mal rein. Wenn es recht ist. Ob Sie beim Quiz mitmachen? Sie kennen die Sendung, ja? Sehr gut. Ja, dann können Sie ja eine Frage mitmachen. Kommen Sie doch mal auch nach vorne am besten, das wäre am einfachsten. Ja, genau. Weil die Kundschaft würde auch mitspielen. Ich habe für Sie einen Lückentext von einem bekannten deutschen Lied. Okay. Vier Worte fehlen. Für jedes Wort, was Sie richtig reinsetzen, gibt es 25 Punkte. Moped. Moped, nicht so schnell, nicht so schnell. Also das Lied kennen Sie? Logisch. Welches Lied ist es? Cello. Cello. Okay. Getrennt oder mit dem Moped? Moped würden Sie sagen? Stimmt. Würden Sie auch sagen, Moped? Ja, genau. Moped nehmen? Direkt entschieden? Ja, ja, passt. Getrennt oder mit dem Moped? Ja. Oder schwarz mit der Bahn? Schwarz mit der Bahn? Ja. Schwarz? Ja. Stimmt. Stimmt? Ja. Stimmt? So, weiter geht's. Getrennt oder mit dem Moped oder mit der Bahn? Vielleicht kann der junge Mann uns hier dann weiterhelfen, wenn er das Lied kennt. Oder schwarz mit der Bahn? Schwarz mit der Bahn. Dann nehmen wir das mal. Dann nehmen wir das mal. Ja. Schwarz ist richtig, jawohl, sehr gut. Immer bin ich dir hinterher gefahren. Wollen Sie mal sehen? Bei dem Wort muss ich eine Niete ziehen. Ne? Das ganze Restaurant weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht? Nein. Okay, also dann nehme ich eine Niete. Immer bin ich dir. Irgendwie. Irgendwie? Ja. Ja, irgendwie. Irgendwie? Ja. Irgendwie. Irgendwie, na gut, das geht ja wie am Schnürchen hier schon. 75 Punkte. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Konzert? Ja. Tausendprozentig. Nein, damals habe ich kein von dir versäumt. Kein? Kein Lied. Konzert. Kein Konzert. Konzert? Konzert. Konzert. Ich nehme mal Konzert. Ist richtig. So, drei richtige, ich fasse zusammen, 75 Punkte. Konzert, ja. 100 Punkte. Ja. Tipptopp. Hallo. Also Riesenhit von Udo Lindenberg. Richtig. Nochmal neu aufgelegt mit. Clouseau, oder? Sie sind ein Fachmann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Schönen Tag. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Dieses Lied brachte Böbingen 100 Punkte. Damit haben wir jetzt hier 250 Punkte. Aber Winnweiler führt weiterhin mit 275 Punkten. Und weiter geht's mit der vierten Frage. Oh, setz mich doch auf. Ich dachte schon, Sie hätten zu. Hallo. Ich spiele ein Quiz. Ja. Das ist aber auch interessant. Sie haben Blumen und Mode. Richtig. Kombiniert. Ja. Okay. Stellen Sie sich mal bitte zusammen, damit Sie zusammen spielen können. Was für Musik hören Sie? Volksmusik. Volksmusik? Ja. Oh, da habe ich, glaube ich, die falsche. Und Sie? Rock. Rock. Gucken Sie mal hier. Ich habe hier vier Musiker oder vier Musikrichtungen. Mhm. Johnny Cash. Beatles. Die Beatles. Elvis. Elvis und Louis Armstrong. Louis Armstrong, genau. Und da haben wir die Städte Nashville, New Orleans, Liverpool und Memphis. Und die Frage ist, welche Stadt wohin? Wir können mal kurz reinhören, wie das klingt hier. Johnny Cash ist Nashville. Ist Nashville? Richtig. Würden Sie es auch sagen? Ich kenne mich nicht aus. Würden Sie ihr trauen? Ja, ja, auf jeden Fall. Sie sind vertrauenswürdig. Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, die Beatles ist Liverpool. Also Nashville zu Johnny Cash. Und jetzt haben wir hier oben haben wir die Beatles, das hört sich so an. Liverpool? Ist Liverpool? Liverpool? Liverpool würden Sie auch sagen? Ja, würde ich auch sagen. Liverpool? Ja. Mhm. Liverpool? Okay. Der Elvis ist aus Memphis. Moment, nicht so schnell. Jetzt haben wir Nashville, Liverpool zugeordnet. Wir spielen die gleiche Frage auch in Böbingen. Hallo, die Damen. Ich spiele ein Quiz. Und Sie könnten eine Frage mitmachen für Böbingen. Machen Sie beide zusammen eine mit? Wir versuchen es. Komm, versuchen wir es. Wir gehen mal hier auf die Straßenseite. Was für Musik hören Sie? So die alten Hits eigentlich. Zum Beispiel? Also über ABBA, über Beatles, über Rolling Stones. So, über die Richtung? Genau, okay. Die Richtung, ja. Okay, was hören Sie für Musik?
Am liebsten operette. Für Sie habe ich folgende Frage. Wir haben hier vier Musiker und vier Städte. Und dann ist die Frage, welche Stadt gehört wohin? Wir hören mal bei Johnny Cash rein. Nashville. Das ist Nashville, würden Sie sagen? Ja. Ganz klar? Ja, ich schließe mir ja. Kennen Sie die Dame gut? Ja. Vertrauenswürdig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja? Ja, sehr nett und freundlich. Also Nashville zu Johnny Cash? Ja. Okay, also Nashville zu Johnny Cash. Mhm. Dann haben wir die Beatles hier, die klingen so. Liverpool. Liverpool? Ja. Eindeutig? Eindeutig. Also, ja? Ja. Keine Diskussion? Keine Diskussion, nee. Ja? Sie machen, wir machen Liverpool zu den Beatles. Ja. Dann haben wir Elvis Presley, der klingt so. Memphis. Mhm. Kennen Sie auch, ne? Ja, ja. Memphis. Memphis? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Würden Sie auch sagen Memphis? Ja, genau, ja. Haben Sie auch so im Hinterkopf, ja? Also Elvis Presley zu Memphis und dann haben wir noch hier Louis Armstrong. Genau, New Orleans. Okay, also New Orleans. Ja. Packen wir da hin. Da kommt New Orleans. Ja. Go marching in. Oh, when the saints go marching. Guter Sänger, ne? Stimmt, ja. Guter Trompeter und guter Sänger. So, also New Orleans und Memphis, wer kommt wohin? Memphis kommt zum Elvis. Memphis kommt zum Elvis. New Orleans zum Louis Armstrong. New Orleans zum Louis Armstrong. Ja, richtig. So lassen wir es? So lassen wir es. Ja. Okay, lösen wir auf. Achtung, die richtigen werden grün und 100 Punkte für Windweiler. Ja. Wunderbar. Und wir gucken mal, wie viele grün werden. Alle? Ja. Also 100 Punkte. 100 Punkte, ja. Volle Punktzahl. Super. Also durch Ihre 100 Punkte hat Böbingen jetzt 350 Punkte. Ja. Und Windweiler hat 375 Punkte. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was tun. Dankeschön. Okay, ja. Also tschüss. Dann tschüss. Ciao. Es ist immer schlecht, wenn jemand anruft bei Stadtland Quiz. Ich kann es nur um einen Tipp geben. Jens Hübschen, hallo. Hallöchen. Hallo, wer ist denn da? Da ist der Martin Reiner aus Böbingen. Hallo, Herr Reiner. Das ist aber schlecht, dass Sie anrufen. Für welches Bild brauchen Sie Hilfe? Natürlich für das aus Baden-Württemberg. Für das aus Baden-Württemberg. Sie wissen, dieser Tipp, den ich Ihnen jetzt gebe, kostet 50 Punkte. Der Ort, den wir suchen, liegt Luftlinie entfernt 97 Kilometer. 97, alles klar. Ja? Dann haben wir uns sofort auf die Suche. Gut, toi, 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 bis später. Danke. Ja, ciao. Tschüss, ciao. Mit dem Tipp müssen Sie es schaffen. Sag es durch die Blume. Guten Tag. Ich spiele ein Quiz. Windweiler spielt heute gegen Böbingen. Und Sie beide könnten eine Frage mitmachen. Also frohen zum Wohl. Hier aus Windweiler kommt Mark Forster. Ja. Aus Böbingen kommt Crow. Schon von Crow gehört? Nee, die war bei uns noch nicht in Karfe. Also das kenne ich nicht. Der Crow. Also der war auch nicht. Wer ist Crow? Das ist ein Rapper, glaube ich, gell? Oder? Ja, der mit der Panda-Maske. Ja, ja. Vier Behauptungen zum Thema Musik, die entweder stimmen oder nicht. Und Sie müssen sich gemeinsam abstimmen, ob das stimmt oder nicht. Wenn Sie es richtig einschätzen, gibt es 25 Punkte pro Einschätzung. Erste Behauptung. Mark Forster hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ich stehe zwar nee. Bauch sagt nee. Mhm, Mark Forster. Ich kann auch nein sagen. Ich kann auch nee, Sie können auch nee, Sie können bitte nee sagen. Sie müssen nicht nein sagen. Also ich würde ja sagen. Sie müssen sich einigen. Ach, wir müssen uns einigen. Mir kommt er ziemlich intelligent vor. Okay. Ihre Kollegin, Mitarbeiterin würde ja sagen. Alle dann, ja, du bist Schinger wie ich, du kennst dich. Also sagen wir dann ah, ja. Also sagen Sie ja. Ja ist ja eingeloggt. Ich suche Mitspieler für die gleiche Frage auch in Böbingen. Ich spiele ein Quiz. Und ich suche mutige Mitspieler. Sie vier alle zusammen eine Frage. Und Hühner haben Sie auch, habe ich gesehen. Ja. Und was für welche? Was sind das für welche? Orpington. Orpington? Ja, Orpington. Zum Essen oder zum Eierlegen? Beides. Was hören Sie für Musik? Alles. Doch die Bank. Schlager, was für, was für einen Sender haben Sie eingestellt? SWR 4. Wenn ich mal Radio höre, dann SWR 1. SWR 1? Ja. Also meistens SWR 4. Bei Ihnen? SWR 4. SWR 4. Okay, aber jetzt haben wir eine gute Bandbreite hier aufgestellt. Und heute spielt Böbingen gegen Windweiler. Hier in Böbingen ist Crow groß geworden. Stimmt. Der mit der Panda-Maske. Ja. Ist ihm bekannt, ne? Ja. Schon mal getroffen? Nachbarschaft. Okay, ist er noch oft da? Immer wieder, ja. Immer mal wieder. Ja. Ne? Die beiden Städte spielen gegeneinander, Baden-Württemberg gegen Rheinland-Pfalz. Und Sie können jetzt 100 Punkte für Böbingen erspielen. Ich habe vier Behauptungen zum Thema Musik, die entweder stimmen oder nicht. Die erste Behauptung, Mark Forster hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich denke mal, ja. Denke ich auch, ja. Macht so einen Eindruck so. Ja. So einen cleveren Eindruck, ja? Ja, die hat er, die Würden Sie sagen? Ja. Trauen Sie ihm zu? Ja. Sie glauben ja.
Ja, er hat studiert, 25 Punkte für Sie. Er hat mit Jura angefangen, weil er nichts mit Mathematik zu tun haben wollte. Hat er aber dann gemerkt, nee, Jura ist aber auch irgendwie doof. Da muss man sich so richtig einarbeiten in das Thema, muss überzeugter Jurist sein. Und dann hat er BWL studiert. Bis zum Ende. Abgeschlossen. Ersten 25 Punkte für Sie. Nächste Behauptung. Crow, hier aus Böbingen, schwankte zwischen einer Panda- und einer Gorillamaske, um sich zu tarnen. Nein? Nein? Also glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Sie glauben nein? Der schwankte zwischen einer Panda- und einer Gorillamaske, als er sich entschieden hat, dass er eben lieber maskiert auftreten möchte. Ich bin für nein. Ich schwöre auch für nein. Ja, warum? Einfach so, Bauchgefühl. Nee? Also wenn nein. Nein. Sie sagen nein. Also Crow hat zwischen zwei Masken überlegt. Gar nicht zwischen einer Gorilla-Maske. Er hat überlegt zwischen einer Panda-Maske und einer Eisbär-Maske. Deswegen ist Ihre Antwort richtig gewesen, ja. 50 Punkte. Nächste Behauptung. Shakira. Schon mal gehört? Mhm. Ja, aber ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Durfte nicht im Schulchor mitsingen, weil sie angeblich wie eine Ziege sang. Musst du besser wissen. Ich würde fast sagen, ja. Dann schließe ich mich dir an. Haben Sie gute Erfahrungen mitgemacht, ne? Ja, ja. Wie eine Ziege, Sie würden sagen, ja. Das stimmt bestimmt. Das glaube ich auch. Sag ich auch, ja. Ja, das sage ich auch, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Kennen Sie Shakira auch, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja. Und dann glauben Sie auch wie eine Ziege, so ein bisschen. Ja? Das Waka, waka. Genau. Also Sie glauben ja? Ja. Richtig, dann würde ich, ja, das stimmt. Ja, jetzt hat er gesagt. Und hat der Papa zu ihr gesagt, Shakira, komm, nicht den Kopf in den Sand stecken. Du hast eine schöne Stimme, sie passt vielleicht nur nicht zum Chor. Du musst halt alleine singen. Ja, ja. Und das macht sie jetzt dann auch sehr erfolgreich. Das hat sie richtig gemacht. Aber im Chor klang sie halt wie eine Ziege. Ja. 75 Punkte. Letzte Behauptung. Stayin' Alive von den Bee Gees. Kennen Sie? Ja, ja, kenne ich, ja. Stayin' Alive. Von den Bee Gees hat den optimalen Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Ja. Könnte hinkommen, ja. Könnte sein? Ja, sag ich auch. Alle sagen ja. Ha, 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 stayin' alive, stayin' alive. Also ich stehe zwar ja, obwohl ich nein. Nicht. Du sagst nein, allein das müssen wir jetzt einigen. Bist du dir sicher, dass nein ist? Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir sagen dann ja. Zweimal ja. Es gibt eine CD, da sind glaube ich 100 Lieder drauf, die ideal sind für die Herzdruckmassage. Wegen des Rhythmus. Mhm. Und mit dabei ist Stayin' Alive ebenfalls. Okay. Genau. Mhm. Haben wir das alle miteinander gewonnen? Das haben Sie alle miteinander gewonnen, ja. Sie sind ja Mordskerl. Sie sind Mordsweiber, sind Sie. Mordsweiber, ja. 100 Punkte für Winnweiler. Ja, wunderbar. Ich danke fürs Mitmachen. Ja. Ja, volle Punktzahl. 100 Punkte, besser kann man sich machen. Ja. Okay. Tipptopp, sehr gut gespielt. Und damit haben Sie jetzt hier in Böbingen nach der fünften gespielten Frage 450 Punkte. Aber Winnweiler hat 25 Punkte mehr. Ja. Sie haben 475 Punkte. Es ist aber noch alles drin. Bei der sechsten Frage, die beginnen wir in Winnweiler. Der Zeitraum zum Essen, der ist aber entspannt, oder? Ja. Ja. Haben Sie es schon? Ja. War es zu leicht? Nee, das nicht. Also wir haben einfach ein super Team hinter uns. Ja. Gut, dann weiter, guten Appetit, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Bis später. Ja. Dann gehen Sie mal vor, dann können Sie direkt mitspielen. Alles klar. Ich spiele nämlich ein Quiz und ich suche Mitspieler. Ja. Dann habe ich Sie ja schon mal als Ersten. Guten Tag. Ich spiele heute kein Quiz zum Thema Lesen und Bücher, sondern ein Quiz zum Thema Musik. Mhm. Was für Musik hören Sie? Sie sind Musiker. Ja. Was spielen Sie? Ich spiele Schlagzeug und Percussion, Klavier etwas. Ja. Hobbymusiker, Berufsmusiker? Nee, ich bin schon Berufsmusiker, ja. Ich unterrichte. Schon so, so. Und spiele in diversen Projekten und Bands. Das ist ein schöner Beruf. Ich finde, wenn man von der Musik leben kann, hat man was richtig gemacht. Hat man Glück gehabt auch, ne? Ja, klar. Dass man mit Musik leben kann. Hören Sie Musik? Ja, natürlich. Ja, was ist so Ihre Musikrichtung? Auch Musik, die gute Laune macht. Zum Beispiel? So Rolling Stones, Beatles, so Klassiker halt. Wir spielen heute Musikquiz, weil ja hier aus Winnweiler Mark Forster kommt. Ja. Unser ehemaliger Nachbar. Ihr ehemaliger Nachbar? Ja, wir haben natürlich hier alles Mark Forster-mäßig. Guck mal, da steht. Wir sind natürlich voll ausgestattet. Wir sind offizieller Mark Forster-Händler. Ach was, das ist ja, ja witzig. Ja, ja. Das heißt, Sie haben den Mark Forster aufwachsen sehen? Ja, natürlich. Ah, hat er der, seine Schwester ist befreundet mit meiner Tochter. Die sind die besten Freundinnen. Also ich weiß, dass er ja hat ja eine Schülerband gehabt, Cherokee. Und hat immer Musik gemacht, das war immer seine Leidenschaft, das weiß ich. Also ich spiele ein Quiz zum Thema Musik und für Sie habe ich noch unser Bilderrätsel.
Das heißt, wir haben jetzt vier Musiktitel, entweder Deutsch oder Englisch, die wir mit Hilfe von Bildern darstellen. Mhm. Wenn Sie etwas wissen, gibt es dafür 25 Punkte. Wenn Sie etwas nicht wissen, können Sie weiter sagen. Mhm. Dann ist das Lied aber auch weg und Sie haben nur 60 Sekunden Zeit für alle vier. Und los geht's. Deutsch oder Englisch, ein Musiktitel. Männer sind Schweine. Sehr gut, ich halte die Zeit an. Männer sind Schweine ist richtig, sehr gut. Okay. Ihre Musik, die Ärzte? Kann man hören. Also ja. Haben schon gute Lieder ja, gemacht. Ja. Okay, also 25 Punkte haben Sie schon und noch 52 Sekunden. Nächstes Lied. Stairway to Heaven. Stopp. Das kam aber direkt aus der Pistole geschossen. Ja. Das war offensichtlich jetzt. Ne? Was für Sie, Stairway to Heaven? Ja klar, ich meine, also so in meine Rock'n'Roll-Phase ist Led Zeppelin natürlich, und ist schon man, kommt man nicht dran vorbei. Ne? Kunstwerk, das Lied eigentlich auch. Ne? Also, ja, sicher. Wie so aufbaut ja. Und so. Prima. Also schon zwei richtige 50 Sekunden. Hier ist der dritte Titel. Ist ganz schön viel Rauch, ne? Smoke on the Water. Stopp. Danke. Smoke on the Water, genau. Ne? Also viel Rauch auf dem Wasser. Noch 34 Sekunden fürs Letzte, jetzt sage ich aber gar nichts mehr. Das muss man schaffen, ne? Ups. Ja, jede Menge. Brücken, über 7 Brücken musst du gehen. Stopp! Oh, 24 Sekunden, jawohl! Über 7 Brücken musst du gehen, Bridget. Sie haben grandios gespielt. Volle Punktzahl. Mit dem Kunden dann, der kennt sich besser aus. Na, Sie haben sich gut ergänzt. Ja? Volle Punktzahl für Winnweiler. Und weil das Bilderrätsel so schön ist, spielen wir das gleiche Bilderrätsel auch in Bildungen. Guten Tag. Hallo! Ich spiele ein Quiz. Nix da. Ich würde, wenn Sie mitmachten, ein Quiz mit Ihnen spielen, aber nur, wenn noch jemand Zweites im Laden ist. Hey, Anna. Ah. Anna, verraten. Bitte, Anna, kommen Sie mal da hinten vor. Morgen. Ihren hübschen SWR-Fernsehen. Also, ich spiele ein Quiz zum Thema Rock- und Popmusik. Ach du liebe Gott. Sie machen jetzt eine Frage mit? Ja, muss ich ja wohl, oder? Ja, Sie müssen nicht, aber für Ihre Heim, also für Böbingen können Sie für doch mal. Für Böbingen heißt, ja. Jetzt legen wir los, 60 Sekunden Zeit. Mhm. Vier Musiktitel suchen wir, für jeden richtigen 25 Punkte. Schwein. Nase. Guck mal, das ist eine Nase. Kommt Schwein. Noch ein Bild, oder? Nee, das ist ja schon ein Musiktitel. Deutsch oder Englisch? Gucken Sie mal, was da hinter der Schweinenase ist. Das ist ein Gesicht. Gucken. Ja. Scheins Gesicht. Ist das eine Frau? Schwein. Ja, also. Mann, Schwein. Ja? Die heißen das. Männer sind Schweine. Stopp! Mann, Schwein, Männer sind Schweine. Sehr gut. Jetzt. Können Sie das bestätigen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Nein. Gibt auch nette Männer, ne? Ja, es gibt auch Frauen, die nicht so nett sind. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Nächstes Lied. Treppe, Tür, Highway to Hell. Heaven on Door. Was für eine Treppe ist denn das? Heaven on the Dance Floor. Nein, die Treppe führt nach oben. Stair. Da oben ist der Himmel. Himmel. Und das ist eine Treppe, ist eine. Highway to. Ich mach das nächste. Achtung, das nächste kommt. Brennendes Schiff. Ganz schön viel Rauch da, ne? Ganz schön viel Rauch. Rauch, Schiff. Englisch. Hat aber nichts mit Titanic ganz schön viel zu tun, Rauch. Oder? Ganz schön viel Rauch und das englische Lied. Komm. Smoke on the Water. Ja. Stopp. 50 Punkte okay. Habt ihr und habt noch eine Sekunde. Also ich zeige euch schnell noch das letzte. Du? Vorbei. Oh. Ja. Was könnte das Brücke. Denn sein? Die Zeit ist vorbei. Ach, was das sein? Ja, wie viele denn? Über viele. Über sieben Brücken musst du ja. Gehen. Sieben, genau. Und das andere, okay. Sie waren schon Stairway to Heaven. Hab ich doch gesagt. Nein, Highway to Hell, haben Sie gesagt. Das ist genau das Gegenteil. 50 okay. Punkte. Jetzt lässt Böbingen nochmal 50 Punkte liegen. Neuer Punktestand, 500 Punkte für Böbingen und 575 Punkte für Winnweiler. Das ist der Punktestand vor dem Finale und das beginnen wir in Winnweiler. Sie waren sich vorhin ganz sicher, dass Sie die richtigen Lösungen haben. Ja. Und Sie sehen immer noch sehr siegessicher aus. Ja, jetzt zumindest mal, was diese Aufgaben betrifft, sind wir okay. Okay. Wer hat denn herausgefunden, wo wir unser Stadtbild in Winnweiler gemacht haben? Das war der Herr Jakob, der Bürgermeister. Der hat uns den Tipp gegeben und sind dann auch dahin und haben das dann gefunden. Was haben Sie herausgefunden? Wo ist dieses Motiv aufgenommen worden? Das ist der heilige Nepomuk an der Lohnsbach hinter dem katholischen Kindergarten. Da sehen wir Sie beide vor einer Statue. Und diese Statue hat in der Hand
ein Kreuz, hält dieses Kreuz fast wie eine Gitarre. Und es ist der heilige Nepomuk und genau deswegen haben wir dieses Motiv auch rausgesucht, weil er das eigentlich fast hält wie so eine Laute. Sie haben den richtigen gefunden. Also geben wir Ihnen dafür gerne 150 Punkte. Nächstes Bild. Irgendwo in Rheinland-Pfalz. Wer hat da die Lösung herausgefunden? Also wir hatten das an Freunde und Bekannte weitergegeben und ein alter Schulfreund von mir, der hat den Ort dann erkannt und hat gewusst, wo das Bild aufgenommen wurde. Ja. Was hat der Schulfreund herausgefunden? Das ist der Ort Rockeskill. In der Eifel. Um ein Haar vorbeigeschraubt. In der Eifel, genau. Ja. Und das ist die Pfarreikirche St. Bartholomäus. Und das ist richtig. Perfekt. Rockeskill macht Sinn für uns. Pop und Rock ist das Thema heute. Deswegen haben wir Rockeskill ausgesucht. Und Sie kriegen dafür 150 Punkte. Sind wir bei 875. Bestimmt. Wow. Gut. Und Sie können bis zu 975 Punkte schaffen, wenn Sie in unserer Schnellraterunde noch mal 100 Punkte oben drauf packen. Aber bevor wir mit der Schnellraterunde starten, schauen wir erstmal, was die Mitspieler in Böbingen herausgefunden haben beim Stadtbild und beim Landbild in Baden-Württemberg. Sie lächeln noch, das ist ja schon mal gut, wenn Sie noch lächeln. Das ist ja wichtig, ja. Das ist das Foto, was ich Ihnen heute Morgen gezeigt habe. Erste Vermutung war, der hat ja eine Gitarre in der Hand, haben Sie noch gesagt, ne? Stimmt. Ist es eine Gitarre? Wir dachten dann vielleicht eher, dass es ein Schlüssel oder sowas sein könnte. Mhm. Also es ist von hier auf dem Heimweg zu mir, ich laufe da eigentlich jeden Tag dran vorbei. Okay. Dann war es nicht ganz so schwierig und es hat sofort Klick gemacht. Es hat auch Klick gemacht, genau. Okay, danke schön. Und wenn das jetzt stimmt mit dem, was wir hier haben, dann sind wir alle zufrieden. Genau. Was ist das für eine Statue? Nepomuk. Nepomuk. Der Bruder. Die 150 Punkte bekommen Sie. Yes. Glückwunsch dazu. Okay, vielen Dank. Jetzt ist aber die spannende Frage, wie viele Punkte wurden auf der Straße erspielt? Von den 600 möglichen Punkten hat Böbingen 500 Punkte geschafft. Okay, gut. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Okay, aber? Aber Winnweiler hat 575 Punkte geschafft. Okay. Wir rechnen zusammen, packen die Stadtbilder oben drauf, dann haben Sie 650 Punkte und Winnweiler hat 725. Also immer noch 75 Punkte Vorsprung. Okay. Kommen wir zum Landbild. Irgendwo in Baden-Württemberg. Mhm, genau. Wie sind Sie vorgegangen? Wir haben es in alle möglichen Gruppen verteilt. Es ist ja Wasser zu sehen. Es ist Wasser zu sehen, genau. Naja. Naja. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass es was Fließendes sein muss. Vielleicht die Kocher. Jagd. Der Kocher natürlich, die Jagd. Und die Rims, das wussten wir, das wäre zu einfach gewesen. Dann der schwäbische Fluss im Prinzip, der Neckar. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, den Neckar durch. Zu suchen nach Kirchtürmen und mussten ja dann anrufen. Also Sie kennen jetzt alle Kirchtürme an Kocher und Jagst? Auf jeden Fall. Ah, okay. Was sieht aber witzigerweise einer bei mir im Geschäft, sagte mir jemand, das könnte der Kirchturm in Bolheim sein. Okay, also das war es nicht. Deswegen haben Sie mich angerufen, haben einen Tipp bekommen, 97 Kilometer. Genau. Und dann? Dann kamen wir, ich denke, der Kollege wird es uns sagen. Genau. Gehört wozu? Zu Eberbach. Eberbach. Die Fuße des Odenwalds. Ja, genau. Katzenbuckel ist in der Nähe. Okay. Rockenau ist richtig. Okay. 100 Punkte dafür. Okay. Packen wir auf Ihre 650 obendrauf, sind Sie bei 750. Ja. So, Winnweiler hat die Landaufgabe auch gelöst. Okay. Hat dafür keinen Tipp gebraucht. Okay. 750 zu 875. Okay. 125 Punkte hinten dran. Okay. Wir können noch 100 machen. Jetzt können Sie noch 100 machen. Aber für die Ehre, 100 Punkte drin in der Schnellraterunde. Ja, aber die beginnen wir in Winnweiler. So, Sie könnten auf einen neuen Rekord zusteuern. Schnellraterunde. Normalerweise spielen wir an dieser Stelle 4 Fragen, die Sie beantworten sollen. Heute ist es ein bisschen anders. Heute haben wir Rock und Pop als Thema. Deswegen spiele ich Ihnen 4 kurze Musikschnipsel vor. Und Sie müssen erkennen, um welches Lied es jeweils geht. Sie Titel haben, und Interpret? Oder? Mir reicht der Titel. Sie haben 60 Sekunden Zeit. Okay. Wenn Sie etwas gar nicht wissen, sagen Sie weiter. Mhm. Dann ist der Titel aber weg. Er kommt dann am Ende nicht wieder. Okay. Also wir können ihn dann nicht nach 40 Sekunden nochmal nach vorne holen, sondern weg ist weg. 60 Sekunden und die laufen mit dem ersten Titel. Los geht's. Ja, 99 Luftballons. Ja. Nena. 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 Luftballons. Titel bitte? 99 Luftballons. Ich halte die Zeit an. 99 Luftballons, ihr habt noch 54 Sekunden. Okay. 99 Luftballons ist richtig. Wir genießen das kurz. 99 kriegst du, das ist ein Streich, als ein Benzin.
gerade nicht. Nicht ihre Musik, auch nicht ihre. Ja, ja. Früher vielleicht mal. Abgenudelt. Ja? Genau. Schon durch. Okay, gut. Aber für euch 25 Punkte, 775. Okay. Okay, gut. Nächstes Lied. Jailhouse Rock. Mhm. Halt die Zeit an. Jailhouse Rock. Es ist Jailhouse Rock. Ja. Stimme ich dir zu. Jailhouse Rock, sagen Sie, von? Ja, da dachte ich mal, das wird Elvis, aber es ist nicht Elvis. Also das ist doch Elvis. Sie haben Jailhouse Rock gesagt, Sie haben noch 47 Sekunden Zeit, Sie haben sich dafür entschieden. Wir hören uns mal den Titel in etwas längerer Form an. Titel. Jailhouse Rock. Das habe ich sogar schon mal gespielt. Als Musiker schon gespielt, ja? Ja, ja. Und soweit ich weiß, ist es Elvis. Also ich ist es auch, doch, ich würde auch sagen, Elvis. Ja, ja. Ein paar Jährchen her ist es. Ja. Sehr gut. Zwei richtige. Schön. 925. Und noch 47 verlassen. Sekunden. Dritter Titel. Das sind die Stones? Ich kann das auch nochmal spielen. Die Zeit läuft weiter. 35 Sekunden noch. Hier ist der Titel nochmal. Ich ziehe weiß ich nicht weiter. Weiter. Painted Black Rolling Stones. Bitte? Painted Black Rolling Stones. Stopp. Noch 46 Sekunden. Sehr schnell erkannt und richtig erkannt. Die Rolling Stones. Painted Black. Painted Black, ja. Heißt das genau. So hört sich's an. Kriege ich 50 Punkte, wenn ich's rate, ohne dass es läuft? Ja. Okay. Das nächste. Dancing in the Dark. Dancing in the Dark? Ja. Leider falsch. 46 Sekunden haben wir noch und wir haben noch ein Lied. Okay. Und der ganz kurze Schnipsel davon, der hört sich so an. Zeit läuft. Ja, nochmal hören? Ja, ja, auf jeden Fall. Ein paar Mal noch. Es ist? Das sind Beatles, ja, genau. Nochmal. Nochmal? Nochmal? Ja, ja. Ja, sag mal Yesterday, oder? Yesterday von den Beatles. Ich sag Stopp, noch 12 Sekunden. Yesterday von den Beatles, habt ihr gesagt. Ja, das ist 5. Ja, Yesterday von den Beatles. Ich würde sagen. All my troubles seem so far. Sehr gut, Yesterday. 950. Tipptopp von den Beatles. Und zwischendurch hatten wir von den Rolling Stones. Painted Black. Drei richtige. In der Kürze der Zeit, in 60 Sekunden, ist das nicht einfach, wenn die Zeit so im Nacken sitzt. Insofern haben Sie super gespielt und haben 950 Schön. Punkte erspielt. Wunderbar. Perfekt. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum sehr guten Ergebnis. Danke. Glückwunsch. Danke. Volle Punktzahl. Also 100 Punkte in unserer Schnellraterunde. Absolutes Musikfachwissen, sehr, sehr gut. Insgesamt komme ich jetzt bei Ihnen auf 850 Punkte, die Sie erreicht haben. Winnweiler hat im Finale nur 25 Punkte liegen lassen und kommt auf 950 Punkte. Ah, okay. Sie gewinnen also mit 100 Punkten Vorsprung. Ah, okay. Klarer Sieg. Gratulation an Winnweiler. Genau, in die Kamera, da sitzen die Winnweilerer Kollegen. Glückwunsch hier aus Böbingen. Es hat in Winnweiler genauso viel Spaß gemacht wie hier in Böbingen. Danke Ihnen fürs Mitspielen. Gerne. War eine große Freude, ich hoffe für Sie auch. Vielen Dank, auf jeden Fall. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Stadtland Quiz für heute. Zum Abschluss der Sendung die schönsten Momente aus der Siegerstadt. Und das ist heute Winnweiler in der Pfalz. Tschüss. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Ja. Ja, wir haben natürlich hier alles Mark Foster-mäßig. Wir sind offizieller Mark Foster-Händler. Läuft, läuft. Immer, dann mag ich sie auch.